Und heute steht Rubys erster Schultag bevor. Ob unser Vampirmädchen schnell Freunde findet? Das ist der 12. Part meiner Occult Baby Challenge. Im letzten Part hat Livia eine Nachricht von ihrem Bruder Ivo bekommen, dass er sich unbedingt mit ihr treffen möchte. Wir wissen, dass er Verbindungen zu Werwölfen hat, aber Livia hat natürlich Angst, dass die bösen Vampire dahinter stecken. Für was sie sich entscheidet und wie Rubys erster Schultag wird, das erfahren wir gleich. Bevor wir reinstarten, möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, was ich hier an Brindleton Bay geändert habe. Es gab ja wieder eine Shell Challenge und die Top 4 Grundstücke habe ich hier platziert. Wir haben hier unten einen Secondhand und Bubble Tea Laden, dort haben wir ein Kunstzentrum, hier oben haben wir ein Café und hier haben wir einen Kinderspielplatz und Welpenpark. Außerdem gibt es hier hinten eine Grundschule für unsere Ruby. Wir haben Freitag kurz vor 6 Uhr morgens und Livia wurde gerade von ihrem Chef angerufen, da sie wieder mal zu spät zur Arbeit kommt. Sie konnte nämlich die ganze Nacht nicht schlafen, da ihr Ivo und seine Nachricht nicht aus dem Kopf gingen. Sie hat sich jetzt aber dazu entschieden, sich mit ihm zu treffen und wird ihm vor der Arbeit noch schnell eine SMS schicken. Heute 22 Uhr im Park von Brindleton Bay. Und dann muss sie natürlich zur Arbeit gehen, denn wie gesagt, sie ist schon viel zu spät dran. Und jetzt ist sie tatsächlich auch schon wieder zu Hause. Wow, das war ein sehr langer Arbeitstag. Ruby muss jetzt auch bald schon zur Schule. Sie wird sich jetzt noch schnell ein laktosefreies Müsli zum Frühstück holen und dann geht es auch wirklich schon sehr, sehr bald los. Schon in 12 Minuten. Ich bin nicht ready. Und schon bekommen wir die Benachrichtigung und wie sollte es anders sein, wir kommen natürlich mit. Ich hoffe wirklich, sie findet Freunde. Am ersten Tag ist heute Tag der Einführung und hier sehen wir jetzt auch schon Ruby und ihre ganzen Schulkameraden und Kameradinnen. Aber sie wird sich jetzt bei niemandem vorstellen. Ruby ist ja ein wenig schüchtern. Immerhin ist ihr schon aufgefallen, dass sie anders ist. Deshalb wird sie jetzt mit niemandem sprechen und einfach leise an der Einführungsveranstaltung teilnehmen. Und jetzt sitzen alle hier und hören dem Lehrer bei der Einführungsveranstaltung zu. Irgendwie ist das Ganze ein wenig verbuggt. Wirklich zuhören können wir nämlich nicht. Sie kommt irgendwie nicht ran. Aber wir sitzen einfach hier und tun so, als würde sie zuhören. Und jetzt hat sie Mittagspause. Während alle anderen SchülerInnen drinnen sitzen, Mittagessen, Spaß miteinander haben, schaukelt sie hier draußen ganz allein. Und wirklich ganz allein. Sie ist der einzige Mensch hier auf diesem Spielplatz. Arme Ruby. Und jetzt fühlt sie sich auch noch sehr unwohl wegen Übelkeit. Dieses Magenkrummeln klingt gar nicht gut. Oh mein Gott, wie schlimm kann ein erster Schultag eigentlich sein? Sie fühlt sich unwohl, sie hat Bauchschmerzen und sie hat sich mit absolut niemandem unterhalten. Wie soll das mit ihr nur weitergehen? Und nun ist der erste Schultag tatsächlich auch schon vorbei. Was war das eigentlich? Ich hoffe wirklich, es wird in Zukunft besser. Und nun ist Ruby wieder zu Hause und hat sich gleich an die Hausaufgaben gesetzt. Tatsächlich ist ihr das Ganze ein wenig unangenehm und deshalb sagt sie zu ihrer Mutter auch, ja natürlich, es war alles voll in Ordnung, die Schule ist voll cool und alle meine Schulkameraden und Kameradinnen sind total nett. Denn es ist ihr vor ihrer Mutter tatsächlich unangenehm, dass es ganz und gar nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Unsere Livia ist übrigens gerade schon wieder dabei, einen Geburtstagskuchen zu machen. Denn heute ist ein Event, das ich ganz und gar nicht am Schirm hatte. Unsere kleine Akira wird heute zum Kleinkind. Deshalb wird Livia hier jetzt gleich mal Geburtstagskerzen hinzufügen und dann wird sie ihrer zweiten Tochter dabei helfen, die Kerzen auszublasen. Alles Gute zum Geburtstag, Akira. Oh Gott, sie stinkt ja voll. Und Akira ist älter geworden. Sie war ja ein sensibles Baby und ich hätte gesagt, ich klicke da einfach wieder dreimal drauf, weil ich habe keine Ahnung, was wir nehmen. Wild. Das passt wirklich super zu ihr, weil sowohl Livia als auch Sora würde ich als wild bezeichnen. Und das hat sie dann anscheinend von beiden geerbt. Oh mein Gott, wie süß ist sie denn? Ich meine, ich weiß, jetzt schaut sie traurig aus, aber wie süß kann man sein? Sie ist traurig, weil ihre Bedürfnisse niedrig sind. Das ist eine Lüge. Und sie ist traurig, weil sie sich allein fühlt. Oh nein, tut mir leid, Akira. Und hier haben wir nun unsere Akira. Das ist ihr Alltagsoutfit, ihre Abendkleidung, Schlafkleidung, Ausgehkleidung, Badekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter-Outfit. Ich habe an ihr jetzt nicht so viel geändert, weil ich sie so süß finde und man muss an ihr nichts ändern. Was aber spannend ist, sie ist keine Werwölfin, aber sie hat ein besonderes Merkmal. Wir haben hier schlafende Wölfin. Die Wölfin schlummert friedlich in Akira Maya.
Wie könnte man sie aufwecken? Falls jemand von euch weiß, wie das funktioniert, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare, denn wir müssen auf jeden Fall schauen, dass sie zur Werwölfin wird. Und wie das an einem Geburtstag natürlich so üblich ist, wird Livia jetzt noch ein wenig Zeit mit ihren Töchtern verbringen und wird den beiden jetzt einfach mal eine Gruppengeschichte erzählen. Und zwar erzählt sie eine Geistergeschichte über verschwindende Handabdrücke. Und in Wahrheit ist diese Geistergeschichte, die sie ihren Kindern erzählt, ihre Vergangenheit. Natürlich erzählt sie keine Details, aber sie möchte auf jeden Fall, dass Akira etwas über ihre zweite Mutter erfährt. Deshalb erzählt sie den beiden von der mächtigen Wölfin Sora und wie sie alles getan hat, um Livia und ihre Familie zu retten. Und diese Wölfin, meine kleine Akira, das ist deine Mutter. Und jeden Tag aufs Neue sehe ich, wie du dich immer mehr in sie verwandelst. Du siehst ihr immer ähnlicher, du hast ihr Temperament geerbt und mit Sicherheit auch ihren Mut. Und Ruby als ältere der beiden macht sich jetzt natürlich Gedanken, denn sie hat noch ein paar vage Erinnerungen an Sora. Aber die Frage, die sie am meisten beschäftigt, ist, vor wem mussten sie denn beschützt werden? Und durch all den Geburtstagstrubel hat Livia jetzt komplett die Zeit übersehen. Es ist jetzt schon nach 22 Uhr. Sie hat ihre Kinder nicht ins Bett gebracht und muss jetzt einfach sagen, es tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Ich muss mich mit jemandem treffen. Es ist unfassbar wichtig. Ich komme so schnell wie möglich. Bitte passt auf euch auf. Und dieses mysteriöse Treffen trägt natürlich noch einmal mehr dazu bei, dass Ruby das alles ein wenig verdächtig findet. Ihre Mutter hat Geheimnisse und sie möchte diese aufdecken. Und als Livia hier ankommt, sieht sie zu ihrer Überraschung nicht nur Ivo, sondern auch ihre Schwester Violet, die sich tatsächlich als Straßenmusikerin verkleidet hat und zur Tarnung Gitarre spielt, finde ich großartig. Da fällt es natürlich nicht auf, wenn Livia sich da jetzt dazustellt und dem Gitarrenspiel lauscht. Und nachdem Livia sich ziemlich sicher sind, dass die beiden alleine sind, gehen sie hier in den Park in ein ziemlich dunkles Eck, wo sie sich ungestört unterhalten können. Mein Name hier in Brindleton Bay ist Hazel. Bitte nennt mich auf keinen Fall bei meinem alten Namen. Ich habe viel zu viel Angst, dass gewisse Leute mir dann auf die Spur kommen. Und dann erzählt sie ihnen eben alles, was neu ist. Und plötzlich beginnt Violet damit, sie einfach anzuschreien. Violet dreht komplett durch und meint, Livia, wie zur Hölle konntest du dich auf das einlassen? Wie konntest du dich auf einen Vampir einlassen? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und Livia versucht erstmal, ihre Schwester zu beruhigen und erklärt, wir können auch hier nicht sicher reden. Die Gefahr ist immer noch da. Und Ivo wäre nicht Ivo, wenn er nicht versucht, alles wieder unter Kontrolle zu bringen und versucht, dass die beiden Schwestern sich wieder verstehen. Violet reicht es anscheinend trotzdem und sie haut ab. Aber Ivo beschließt, hier zu bleiben und die beiden schmieden einen Plan. Nun stellt sich natürlich auch die Frage, welchen Plan hacken Livia und Ivo gemeinsam aus? Schreibt mir das sehr gern in die Kommentare. Während die beiden sich einen Plan ausdenken, gehen wir zurück zu unserer Ruby, denn auch die hat heute noch einiges vor. Während ihre kleine Schwester schon im Bett ist, sieht Ruby hier unten noch ein wenig fern, aber das Verhalten ihrer Mutter geht ihr einfach nicht aus dem Kopf. Wieso trifft sie sich heimlich mit Leuten? Wieso kenne ich niemanden aus ihrer Familie? Und was ist überhaupt los? Ruby möchte antworten. Sie findet nämlich, sie ist alt genug und hat verdient herauszufinden, was um sie herum geschieht. Und deshalb wird sie jetzt damit beginnen, ein wenig herumzustöbern. Als erstes geht sie mal ins Zimmer ihrer Mutter und schaut, ob sie dort irgendwelche Hinweise auf ihre Vergangenheit findet. Sie weiß, dass es ihre Mutter eigentlich nicht mag, wenn Ruby in ihr Zimmer geht, aber das ist ihr jetzt egal. Als erstes fällt ihr hier mal auf, dass da ein Koffer steht. Sie öffnet diesen Koffer und denkt sich irgendwie, das ist schon ein bisschen seltsam. Wieso hat Mom da immer einen Koffer stehen? So, als müsste sie immer darauf vorbereitet zu sein, einfach abzuhauen. Außerdem hat sie hier oben diesen seltsamen Traumfänger und überhaupt ist das komplette Zimmer gefüllt mit seltsamen Bildern. Es sieht alles sehr mysteriös aus, es sieht alles unheimlich aus und so kennt Ruby ihre Mutter eigentlich gar nicht, deshalb versteht sie überhaupt nicht,
wieso sie ihr Zimmer so gestaltet. Und während sie sich hier so umsieht, entdeckt sie hier bei dieser Pflanze einen mysteriösen Gegenstand. Es ist ein Schlüssel, aber hier in diesem Haus gibt es doch keine verschlossene Tür. Wo könnte dieser Schlüssel denn hingehören? Ruby möchte das Geheimnis natürlich so schnell wie möglich lösen, aber mittlerweile ist schon 4 Uhr morgens und Livia ist sicher gleich zu Hause. Für das nächste Video müssen wir uns also darauf vorbereiten, dass Ruby sich auf die Suche nach dem geheimen Keller begeben wird.